Ich heiße euch herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal Erfolgreich Verkaufen. Mein Name ist Alex, es freut mich, dass du dabei bist. Und zwar geht es heute weiter mit der eBay-Reihe. Ich zeige heute ein sehr wichtiges Video, und zwar wie wir Artikel überhaupt bei eBay online stellen können und was zu beachten ist. Wenn du neu auf diesem Kanal bist und gerne informiert werden möchtest, dann zeige ich dir hier, wie du online erfolgreich verkaufen kannst, und zwar auf diversen Marktplätzen, genauso wie auch Shopsystemen und viele weitere Dinge. Also wenn du das nicht verpassen möchtest, dann abonniere diesen Kanal, drücke die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Ja Freunde, wie schon gesagt, wir stellen heute Artikel online, lasst uns keine Zeit verlieren, das Ganze zeige ich euch an meinem Notebook. So, dann lasst uns mal gemeinsam anschauen, wie wir einen Artikel online stellen können bei eBay. Dazu geht ihr auf die Startseite ebay.de, loggt euch ein und geht hier oben in dem Reiter auf Verkaufen. Dann gelangt ihr direkt zu der Maske, wo ihr den Artikel quasi bestimmen könnt, was ihr verkaufen möchtet. Neben der EAN-Nummer, ISBN und so weiter könnt ihr einen Produktnamen eingeben, was eBay schon kategorisiert von sich aus, ja. Ich habe mir gedacht, wir probieren es mal mit so einem Herrenrasierer von Gillette. Und da hat er uns direkt schon drei Kategorien, beziehungsweise vier sogar, hat er uns schon vorgeschlagen, wo wir das Ganze einstellen können. Zu den Kategorien noch später. Aber hier können wir schon mal auswählen, was wir hier auswählen für eine Kategorie. Und da würde ich einfach mal sagen, Herrenrasierer. Da gehen wir hin. Und dann schlägt er uns schon zwei Produkte vor aus dem Katalog, die wir übernehmen können. Eigene Bilder können wir hochladen. Zum Teil sind auch schon Bilder verfügbar, die man zur Seite bekommt. Ich würde immer eigene Bilder verwenden, denn das ist immer besser. So, wir wollen jetzt auch keins von denen auswählen, die schon für uns vorgeschlagen sind, sondern wir machen weiter ohne Auswahl eines Produktes. Dann klicken wir hier unten dazu. Ihr könnt das Ganze natürlich auswählen. Dann sind viele Einstellungen für dieses Produkt schon mal voreingestellt. So, wir machen das Ganze manuell. Zuallererst einmal Artikelbezeichnung. Das wichtigste Kriterium überhaupt, damit euer Produkt gefunden wird. Und zwar müsst ihr hier wirklich viele Dinge so viel wie möglich ausnutzen. 80 Zeichen haben wir Platz. Und hier gibt ihr dann wirklich alle relevanten Suchbegriffe, die mit dem Artikel zu tun haben. Ja, wenn ihr manchmal nicht wisst bei einem Artikel, wie könnte ich das denn nennen oder was könnte ich noch dazu schreiben, versetzt euch einfach in die Lage des Käufers, wie würdet ihr nach einem bestimmten Artikel suchen. Und dann fallen da einem schon Begriffe ein. Ansonsten alles, was den Artikel beschreibt. Also sehr wichtig. Dazu wird übrigens noch ein Video folgen, zu der Artikelbezeichnung, was genau zu beachten ist. So, das nächste wäre ein Untertitel, könnt ihr nennen, kostet zusätzlich Gebühren, müsst aber nicht, würde vielleicht das Listing irgendwie beeinflussen, mache ich nicht, demnach ist das nicht zwingend erforderlich. Zweite Kategorie könnt ihr wählen, müsst ihr nicht, die erste ist kostenlos, die zweite kostet dann schon Gebühren. Wenn ihr das wollt, dann würde das natürlich das Listing beeinflussen und ihr werdet in zwei Kategorien gefunden, was natürlich die Verkaufswahrscheinlichkeit steigert. EAN. EAN ist der Strichcode, den ihr hinten auf der Verpackung meistens findet. Den könnt ihr hier eingeben. Hat euer Artikel keine EAN, könnt ihr bei eBay auch nicht zutreffend anklicken. Somit könnt ihr das Produkt auch ohne EAN-Nummer verkaufen. Ansonsten ist diese Angabe wirklich notwendig. Alle Angaben bzw. alle Sachen, die mit einem roten Stern hier gekennzeichnet sind, sind notwendig. Genauso wie der Zustand des Artikels. Da wählt ihr dann den Zustand aus. Generell wird man neue Dinge verkaufen, somit klicke ich in dem Fall auch neu. Zu den Fotos, auch ein sehr wichtiges Kriterium bei der Kaufentscheidung des Kunden. Ladet am besten mindestens 3 bis 4 Fotos hoch von allen Perspektiven. Zum Teil vielleicht auch ein Foto bei der Benutzung und so weiter. Die meisten Fotos sollten natürlich wirklich auf dem weißen Hintergrund sein. Und wo der Kunde das Produkt genau erkennt. Wichtig ist wirklich, dass die Fotos auch gut aufgelöst sind, nicht irgendwelche verpixelten Sachen. Beachtet hier auch wirklich, dass ihr keine Fotos klaut aus dem Internet, denn das ist abmahngefährdend und könnt euch Ärger einbringen. Ihr könnt eine Galerie Plus einblenden lassen, das wäre eine Sache, die man beim Listing sieht, ist nicht zwingend notwendig.
und kostet auch extra Gebühren. Dann Artikelmerkmale, auch ein sehr wichtiges Kriterium. Umso mehr Merkmale ihr ausfüllt, umso besser findet der Käufer euer Produkt. Und wir haben hier schon einige Merkmale, die schon voreingestellt worden sind von eBay aus, weil er das Produkt halt erkannt hat. Jedes Artikel hat eigene Merkmale. Beim Rasierer habt ihr hier zum Beispiel Produkt, Art, Modell, auch vielleicht eine Klingenanzahl, die ihr wählen könnt. Bei einem Handy wären es vielleicht irgendwelche technischen Daten wie Arbeitsspeicher zum Beispiel. So, vervollständigt das bitte soweit es geht. Ihr seht hier, was eBay schon mal euch hier zeigt, wonach suchen die meisten Kunden. Wir haben hier knapp 3000 Suchen nach einer Produktart. Das heißt, ein Kunde sucht nach zum Beispiel Einwegrasierer, Rasierer oder Dualrasierer. Das ist also ein sehr wichtiges Produktmerkmal, was ihr wählen solltet. Darunter sind zum Teil ja Herstellungsland, muss nicht unbedingt angegeben sein. Wenn ihr das mögt, könnt ihr das tun. Ihr könnt auch individuelle eigene Artikelmerkmale hinzufügen, würde vielleicht auch noch was beeinflussen. Artikelbeschreibung, auch sehr wichtig. Hier könnt ihr einmal das Produkt beschreiben, was genau mit dem Produkt gemacht wird, wie genau es verwendet werden kann, aber natürlich auch Hinweise, zum Beispiel wie Hinweis zur Batterieentsorgung. Solche Sachen müssen hier rein, denn ihr müsst euch mit eurem Produkt auseinandersetzen, was ihr verkaufen wollt, und gucken, welche rechtlichen Dinge auch zu beachten sind. Zum Beispiel bei Produkten, die eine Batterie beinhalten, müsst ihr einen Hinweis zur Batterieentsorgung mit angeben, und das wäre hier in der Artikelbeschreibung notwendig. So ist man auch abmahnsicher und wird sich keinen Ärger machen damit, ja. Deswegen achtet hier bitte auf die Produktbezeichnung, dass diese auch für alle Mediengeräte zur Verfügung steht und angezeigt werden kann. Ihr könnt HTML benutzen. HTML wäre beispielsweise ein Layout oder ein Template. Das werde ich auch nochmal in einem separaten Video zeigen, wo ihr kostenlose Templates herbekommt und diese schön grafisch darstellen könnt und alles schön strukturiert mit Bildern und so weiter. Dazu, wie gesagt, mehr im nächsten Video. Angebotsformat. Wir können Auktion schalten und dann können wir Tage wählen, wie lange so eine Auktion läuft. Wir können aber auch Festpreis. Das ist ja die Regel. Bei einem neuen Artikel würde man jetzt Festpreise setzen, und da schlägt eBay direkt selbst vor, gültig bis auf Widerruf. Ja, ihr könnt gar keine Tage wählen. Dann könnt ihr auch die Startzeit bestimmen, wann der Artikel online geht. Und hier habt ihr die Möglichkeit, das zu bestimmen. Generell macht man immer so, dass man direkt den Artikel hochlädt, sobald ihr diese Artikeleinstellungen abgeschlossen habt. Der Preis, sehr wichtig. Hier würde ich ein bisschen psychologisch auch arbeiten. Und zwar gebt ihr nicht einfach nur 50 Euro ein, sondern gebt einfach mal 48 oder 49,90 €. Das sieht für den Kunden schon besser aus und kann vielleicht die Kaufentscheidung des Kunden auch beeinflussen. So, Preisvorschlag akzeptieren. Das wäre zum Beispiel, dass ihr den Kunden eine Möglichkeit gibt, euch einen Preisvorschlag zu machen, ja. Könnt ihr machen, machen auch viele Kunden, sehr viele sind dann natürlich sehr unrealistisch und drücken den Preis sehr tief. Wenn ihr das Ganze immer beantworten möchtet, ist das natürlich nicht schlecht, kann aber auch nervig sein. Deswegen mache ich das zum Beispiel nicht. Man kann es natürlich machen. Umsatzsteuer bzw. Mehrwertsteuer. Solltet ihr in der Kleinunternehmerregelung verkaufen, dann müsst ihr hier die 0 eingeben für 0 Mehrwertsteuer, weil diese nicht auf der Rechnung ausgewiesen werden. Verkauft ihr aber als ganz normal Umsatzsteuerberechtigter, dann sind das die 19% gesetzlicher Steuer, die in Deutschland gelten. Gebt ihr hier ein. Stückzahl. Ihr könnt bestimmen, wie viele Stück ihr verkaufen möchtet. Das Ganze gebt ihr dann hier ein. Auch könnt ihr das Ganze als Posten verkaufen. Dann könnt ihr hier angeben, wie viel als Posten gekauft werden müssen. So gesagt, die Mindestabnahme für diesen Artikel wird in der Regel aber nicht stattfinden. Käufer bleiben anonym. Das wäre zum Beispiel, wenn man bei eBay ist es so, dass man sehen kann, wie viele von dem Produkt verkauft worden sind. Und wenn man draufklickt, sieht man Teile der Verkäufer. Also die sind da auch unkenntlich gemacht. Nur ihr könnt das Ganze komplett ausblenden lassen. Kostet auch Gebühren. Würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Ist nur für bestimmte Waren vielleicht interessant.
Zahlungsmethoden. Auch eine wichtige Einstellung. Hier könnt ihr bestimmen, welche Zahlungsmethoden der Kunde bei euch wählen darf. Und zwar könnt ihr hier das Ganze hier PayPal, ist sehr wichtig. Da gebt ihr dann eure PayPal-Adresse ein. Es sei denn, ihr habt das Ganze schon eingestellt. Wenn ihr dazu das Video sehen möchtet, dann blende ich das hier oben ein. Ich habe nämlich dazu ein Video gemacht, wie ihr Zahlungs- und Versandoptionen einstellt. Solltet ihr die Option wählen, dass der Käufer direkt bezahlt nach Kaufabschluss und gar keine andere Möglichkeit hat, den Artikel anderweitig zu bestellen, er müsste quasi direkt bezahlen, ja, dann fällt die Überweisungsoption weg, wie ihr sehen könnt, ja. Das würde ich nicht machen, denn viele Kunden überweisen noch auch das Geld und haben zum Beispiel kein PayPal, nutzen auch Überweisung, somit könnt ihr das Ganze hier weglassen und könnt die Überweisung mit angeben, ja. Auch im letzten Video habe ich gezeigt, wie ihr eure Bankdaten angibt. Des Weiteren könnt ihr zusätzliche Zahlungsmethode wie Kreditkarte, Nachname, Barzahlung bei Abholung und so weiter mit angeben. Zusätzliche Angaben könnt ihr hier auch noch eingeben, die der Kunde dann mitgeteilt bekommt. Rückgabeoptionen, also ihr als gewerblicher Verkäufer müsst natürlich eine Rückgabe akzeptieren im Inland sowie auch im Ausland, falls ihr plant, im Ausland zu verkaufen. Und zwar könnt ihr hier dann wählen, wie viele Tage. Also 14 Tage wäre gesetzliches Widerrufsrecht. Ihr könnt aber natürlich einen Monat angeben, würde ich auch euch raten. Denn das ist so die Regel, die man schon mittlerweile dem Kunden gibt. Somit könnt ihr das Ganze hier bestimmen. Die Rücksendekosten, wer trägt diese? In den meisten Fällen ist es der Käufer. Wenn der Artikel nicht gefallen hat oder man hat sich umentschieden, dann trägt der Käufer die Rücksendekosten. Möchtet ihr selber natürlich dafür aufbringen, euer Geld, dann könnt ihr das als Verkäufer übernehmen, die Rücksendekosten. Würde ich persönlich nicht machen. Ich mache das Ganze immer per Käufer. Warum? Weil einfach nur viele Käufer sich umentscheiden und dann sinnlos zurückschicken. Und dafür müsste ich dann immer bezahlen, ja. Und natürlich ist es so, wenn der Verkäufer die Rücksendekosten bezahlt, dann ist es für den Kunden ein bisschen angenehmer und das verleitet dazu, den Artikel eher zurückzuschicken, als wenn man sie selber tragen müsste. Genau das gleiche auch für den internationalen Versand, könnt ihr auch hier alles eingeben. Auch hier könnt ihr Angaben zu den Rücknahmebedingungen festlegen. So, Versanddetails. Im Inland könnt ihr das Ganze hier Pauschalkosten bestimmen. Das ist auch die Versandkostentabelle, könnt ihr hier anwenden, die wir im letzten Video besprochen haben, wie gesagt. Und ihr könnt hier den Versanddienstleister wählen. eBay bietet so gut wie jeden Versanddienstleister an. In der Regel wird immer mit DHL-Paket verschickt. Wie ich auch schon gesagt habe, ist es besser und angenehmer für den Kunden zu sehen, dass der Versand kostenlos ist. Deswegen könnt ihr hier das Ganze auch als kostenloser Versand anbieten. Dann wird alles auf Null gesetzt. Und das steigert natürlich die Verkaufsrate, als wenn ihr da Versandkosten mit angibt. Aber natürlich alles individuell, könnt ihr selbst bestimmen. Bearbeitungszeit, sehr wichtig. Und zwar könnt ihr das Ganze hier am gleichen Werktag noch bearbeiten. Das wäre, wie ich das im letzten Video erklärt habe, bis 14 Uhr die Einstellung, Standardeinstellung. Ihr könnt das Ganze variieren. Ist natürlich besser fürs Ranking, wenn ihr am gleichen Tag versendet und habt die Möglichkeit, auch eBay Plus anzubieten. Was eBay Plus angeht, ist das Ähnliche zu Amazon Prime. Und dazu werde ich auch noch ein separates Video machen, wie ihr das Ganze anbieten könnt, um wirklich noch besser gelistet zu werden bei eBay. Also, wenn ihr aber dann ein bisschen länger braucht für den Versand, dann könnt ihr natürlich hier auch zwei Werktage ruhig angeben und das Ganze auch bearbeiten. Internationaler Versand könnt ihr das gleiche hier auch auswählen. Dann könnt ihr noch Paketgewicht und Abmessungen wählen. Könnt das Ganze hier auch einstellen, ist keine Pflichteinstellung. So, Lieferorte ausschließen. Keine ausgeschlossenen Orte haben wir jetzt hier. Ihr könnt bestimmte Sachen ausschließen, wie Inseln oder zum Beispiel in irgendwelche Gebiete, die ihr nicht beliefern möchtet, sei es jetzt Inland oder Ausland. Das könnt ihr hier eingeben, genauso wie der Artikel Standort, der kann abweichend sein zu eurem Firmensitz und deswegen könnt ihr hier den Artikel Standort bestimmen, was auch Pflicht ist.
Und zu guter Letzt könnt ihr das Ganze hier ein bisschen noch angenehmer machen, beziehungsweise einen Rabatt bieten dem Kunden. Und zwar Multirabatt nennt sich das Ganze hier bei eBay. Ihr könnt den Kunden mehrere Artikel kaufen lassen und so gewährt ihr dem Kunden zum Beispiel einen Rabatt von 5% beim zweiten Artikel. Beim dritten Artikel wären es dann vielleicht 7 oder auch 10 beim vierten Artikel, ja. Kommt gut an, es sieht auch beim Listing gut aus, denn das wird schön rot eingeblendet als eventuell 10 bis 10% Rabatt. Da klicken die Kunden eher drauf und natürlich beeinflusst das die Kaufentscheidung. So, und natürlich könnt ihr auch Werbung schalten für eure Anzeigen, aber das besprechen wir auch im nächsten Video, wo ich euch zeigen kann, wie ihr Anzeigen bei eBay schaltet und das Ganze natürlich noch besser listen lassen könnt. Dazu wie gesagt mehr. So, und dann kommen wir natürlich auch schon zum Ende. Wir sind fertig mit der Artikelbeschreibung. Ging ganz schnell. Es ist wirklich im Schnellverlauf gewesen. Ich wollte das Video nicht zu lang machen. Ihr könnt das Ganze jetzt zu den genannten Gebühren einstellen, weil wir keine Zusatzoption gewählt haben. Kostet uns das Ganze nichts, diesen Artikel einzustellen. Ihr könnt das Ganze auch eine Vorschau anschauen, ob das alles gut aussieht und alles beachtet wurde, oder als Entwurf speichern. Ja, und dann könnt ihr den Artikel online stellen. Und so einfach geht das Ganze. Wie gesagt, wenn euch das Video geholfen hat und ihr damit was anfangen konntet, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Habt ihr noch Fragen zu der Artikel-Einstellung, dann gerne unten in die Kommentare posten. Ich beantworte so schnell wie möglich. Und dann bedanke ich mich für Zuschauen, wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt und viele weitere Informationen, die ich angesprochen habe, noch sehen möchtet, dann abonniert diesen Kanal, drückt die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und dann wünsche ich viel Erfolg beim Verkaufen und bis dahin, tschüss.